Heute, Sunday is Funday. Boah, das ist gut. Und der Tag des guten Foods. Wir dürfen uns heute nur von panierten Sachen ernähren und stoßen dabei auf deliziöse Nahrung, die wir so noch nicht kannten. Oh mein Gott, wie geil. Boah, die nehmen dabei eine Fischstäbchen dazu. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, was uns paniertes serviert wurde. Und merkt ihr eins, paniert gleich raffiniert. Ich will es jetzt essen. Wo sind die Dips? It's me. And me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und es ist Sonntag, ja, es ist auch schon relativ spät. Das bedeutet, ich habe sehr Hunger und ich freue mich sehr auf das Video heute. Und wir haben euch ja gestern durch unseren Tag mitgenommen. Wir waren dann abends noch ein bisschen weg, deswegen haben wir länger geschlafen. Und ich bin so gespannt auf das Bier. Das werden wir dann auf jeden Fall zusammen anzapfen, ne? Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Aber heute werden wir paniertes essen. Irgendwie schmeckt alles, was paniert ist und irgendwie gebacken wird oder frittiert wird, viel geiler, als wenn es nicht paniert ist. Maurice hat sich das übrigens ausgedacht mit paniert und ich so, ja, direkt, normal. Ich habe direkt halt erst an Schnitzel gedacht und dann... Fischstäbchen. Mozzarella-Stäbchen. Da habe ich auch so einen kleinen Wettbewerb, den wir auf jeden Fall machen. Das wird richtig nice. Und heute, Leute, ist es richtig besonders, denn es ist Sonntag. Man sieht es, ich habe keine Mascara drauf, ne? Heute ist nämlich Mascara-Maurice dran. Der trägt sonntags immer Mascara. Was? Aber ihr wisst wahrscheinlich alle, ihr kennt es, wenn es sonntags ist und so, ihr chillt einfach und chillt im Bett, da trägt man keine Mascara. Es ist aber, auch voll Scheißwetter. Es ist richtig Scheißwetter, aber die Supermärkte haben ja auch sonntags geöffnet. Und deswegen ist es Premiere, wir drehen an einem Sonntag ein Video. Das war für uns eigentlich nie möglich in Hildesheim, ne? Ja. Weil nichts geöffnet hat. Aber heute können wir in Supermärkte gehen, alle Essensläden haben auch. Und wir haben viel Zeit und viel Hunger, denn es ist Sonntag und man kann viel chillen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich glaube, wenn man mich panieren würde, dann würde ich auch richtig lecker schmecken. Oh, so eine Wade von dir würde ich gerne mal essen. Ja, wie so ein Chicken, so ein kleinen von meinen Finger oder so, weißt du? Okay, ich würde sagen, wir schwingen uns aufs Fahrrad oder E-Roller? Fahrrad. Und fahren jetzt erstmal zu einem Supermarkt. Ich weiß doch gar nicht welcher, weil es haben nicht alle immer sonntags geöffnet. Am Bahnhof und so haben immer sonntags geöffnet. Also, wir checken das erstmal ab und dann sehen wir uns gleich. Leute, wir warten schon seit 20 Minuten. Es regnet so unfassbar doll. Also mit dem Fahrrad will ich auf jeden Fall nicht losfahren. Ich muss gar nicht, auch wenn ich eine Regenhose oder so. Das ist dieser... Ich habe eine Regenhose. Ja, ich aber nicht. Das ist wirklich dieser Regen, wenn du 3 Sekunden so da drunter bist, bist du komplett nass. Und deswegen warten wir gerade die ganze Zeit. Aber es sieht irgendwie nicht so aus, als wenn es aufhört. Ja, wir haben nicht mal einen Regenschirm, ne? Stimmt. Wir sind angekommen, wir sind durch den Regen gefahren, aber mit dem E-Roller, weil... Ich habe keine Schutzbleche und dann wäre hinten mir alles, also mit dem Fahrrad alles an den Rücken gespritzt. Ja, ich wäre natürlich lieber Fahrrad gefahren und hätte mich bewegt, aber so kann man sich das einfach nicht aussuchen bisher. Wir gehen jetzt hier durch den Bahnhof und unten müsste eigentlich Rewe und Penny sein. Und da können wir jetzt erstmal gucken, was wir zum Frühstück essen. Es ist 14 Uhr. Es ist 14 Uhr. So, Freunde, bevor wir einkaufen gehen, schreibt ihr mal wie immer in die Kommentare, was euch Paniertes einfällt oder was für euch das leckerste panierte Essen ist. In diesem Bahnhof gibt es einfach alles. Das ist so geil und alles hat geöffnet und es gibt sogar McDonald's und jetzt überlegen wir gerade, eigentlich sind Chicken Nuggets ja paniert, also das ist ja so eine Panade darum. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, also ich meine, wenn man Chicken Nuggets hat, was ist denn das sonst außen drum? Ja, aber wir können auch nicht als allererstes am Tag Chicken Nuggets essen. Du vielleicht nicht, aber ich. Okay, ja, dann gehen wir erstmal einkaufen und falls wir nicht so viel finden, dann können wir uns das ja holen. Ja. So, Leute, wir haben uns entschieden, erstmal zu Penny zu gehen und das erste, was ich gefunden habe, sind diese Mini-Penne. Wollen wir nicht heute einfach einen Tag Mini essen? Was denn? Die sind nicht paniert. Weil das war das erste, was ich gefunden habe. Ich schwöre, sonst hätten wir heute Mini gedreht, hätte es sowas wieder nicht gegeben. Die hätten das morgens extra aus dem Sortiment rausgeräumt, weißt du? So habe ich immer das Gefühl. Hier ist einfach mehr in einem Supermarkt an einem Sonntag los, als in Hildesheim in der ganzen Woche zusammen. Ja. Das ist total verrückt. Also viel Auswahl haben wir ja, glaube ich, nicht, und oder? Was trinken wir heute? Paniermehl? Aufgelöst in Wasser? Also hier, Leute, sind 10 Chicken Nuggets und hier hat sich die Frage auch geklärt, ob die paniert sind. Hier steht es nämlich. Da steht paniert. Das heißt, wir können gleich zu McDonald's gehen. Oh mein Gott, geil, der Tag beginnt doch richtig nice. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Menge panierte Sachen. Guck mal, da gibt es sogar Dinos. Oh mein Gott, Maurice, ich habe was richtig Geiles. Boah, lecker. Gouda-Ringe. Oh mein Gott, wie geil. Boah, die nehmen wir beide. Wollen wir Fischstäbchen dazu nehmen? Chili Cheese Nuggets. Boah, dann die nehmen wir beide. Okay, alles klar. Oh, ich bin richtig in dem Mut gerade. Das reicht erstmal fürs Maurice, aber dann essen wir aber nachher noch Mozzarella-Stäbchen, ne? Ja. Wir haben endlich die Sachen. Ey, wir standen, glaube ich, gerade so 25 Minuten an der Schlange an. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall diese Sachen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch zu McDonald's. Dann haben wir direkt was Fertiges und können das direkt snacken. So, jetzt erstmal schön zum Frühstück Nacken McChicken. Nacken McChicken, let's go. Da freust du dich, ne, dass du jetzt endlich mal McDonald's essen bekommst? Yes, Alter. Das ist ein sehr, sehr seltener Tag im Jahr. Eigentlich passiert es immer an meinem Geburtstag, aber heute ist ein toller Tag. Lass mal das hier nehmen. Chicken und Shrimps. Lecker. Okay, lass auf jeden Fall einen Cocktail-Dip nehmen, weil das schmeckt, glaube ich, ganz gut zu Shrimps. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Es hat zum Glück aufgehört zu regnen. Alter, wie perfekt. Ey, siehst du, jetzt haben wir das Essen und ab jetzt beginnt ein guter Tag. Wo wollen wir essen? Ja, hier irgendwo auf einer Bank oder so. Ganz romantisch.
Da haben wir noch keinen Platz gefunden. Wir werden die wahrscheinlich zu Hause essen. Ja. Wir sind zu Hause angekommen und wir werden uns jetzt die Gouda-Ringe und die Chili Cheese Nuggets machen. Und während die im Ofen sind, können wir ja endlich unsere Chicken Box essen. Ey, die duftet schon die ganze Zeit unnormal lecker, ne? Ich will es jetzt essen. Wo sind die Dips? Schon ganz schön teuer für 8 Euro, so eine kleine Ey, Box. Was geht denn ab? Die haben reingeschissen, bestimmt wegen diesen Shrimpy Mimpies. Okay. Oh fuck, ist das heiß! Und lecker? Nö. Also, vielleicht laber ich auch scheiße. Dann guten Fun und wir sehen uns gleich bei den... Dafür, dass du keinen Cocktail-Dip magst, hast du aber ganz schön viel genommen. Das andere ist im Backofen, Leute. Das zeigen wir euch gleich. Und Chicken Nuggets? Nacken McTillets. Sorry, ich verspreche mich immer wieder, wenn ich das sage. Wir sind noch warm. Sehr lecker. Halleluja, it is ready. Oh, das sieht gut aus. Die sehen richtig geil aus, oder? Lecker. Let's try this out. Wir haben sogar hier einen. Die riechen auch richtig lecker. Oh, das ist mal echt ein gutes Essensvideo. Wirklich, Alter, wir haben ja auch noch so einen geilen Paprika-Dip. Was denn? Unnormal lecker. Unnormal lecker. Also würde ich sagen, Alter, also fast wie Mozzarella-Stäbchen, aber in Mozzarella ist Mozzarella kein Gouda, deswegen wird das nochmal geiler. Fun, fun, probier mal einen Chili-Cheese-Nugget. Haben wir morgen voll. Ah! Bäh! Oh mein Gott. Was? Wow. Was, schmecken die gut? Mhm. Aber sind die scharf? Ja. Alter, guck mal, das kommt da so richtig geil raus. Oh mein Gott, sind die lecker. Wirklich? Mhm. Warum haben wir sowas eigentlich noch nie gegessen? Weiß ich nicht. Überlecker, ne? Mmh. So Leute, wir essen erstmal auf und dann sehen wir uns beim Mittagessen wieder. Wir müssen nochmal einkaufen gehen. Wir sind wieder am selben Ort, aber diesmal gehen wir zu Rewe und testen diesen Supermarkt aus. Und ich hoffe jetzt wirklich auf Mozzarella-Stäbchen, weil die habe ich bei Penny auf jeden Fall nicht gesehen, ne? Ja, mal gucken. Okay, ich hoffe, wir finden jetzt nochmal was Leckeres und let's go in. Also es gibt auf jeden Fall nicht so viel Auswahl. Eigentlich ist es nur in der Tiefkühlabteilung. Da können wir auch direkt hin, ne? Ja, okay, lass uns direkt in die Tiefkühlabteilung. Und dann trinken wir heute einfach Wasser, ne? Ja. So, wir haben hier was gefunden von Iglo. Kim sagt, die sind richtig lecker. Richtig, richtig geil. Es gibt auch einfach Spinatpaniert. Hey, wie witzig, oder? Wollen wir eins davon ausprobieren? Ja, safe, können wir machen. Also, für was bist du? Gemüsestäbchen oder Luftstäbchen? Also, ich weiß, dass die hier richtig lecker sind. Ja, dann nehmen wir die. Okay, auch dafür. Kennt ihr das? Ihr wollt immer so neue Sachen ausprobieren, aber ihr nehmt trotzdem immer das gleiche, so Subway oder so, ne? Wirklich, ich dachte immer, heute werde ich mal ganz verrückte Sachen machen und dann habe ich immer genau das genommen. Okay, dann haben wir doch schon mal. Ich begebe mich jetzt auf die Suche nach Mini-Mozzarella-Stäbchen. Ich stelle mich schon mal an. Okay, mach das. Eine Welt bricht gerade für mich zusammen, Leute. Es gibt keine Mozzarella-Stäbchen. Ey, es ist so schlimm, wenn man sich auf etwas freut und dann kriegt man das nicht und dann denkt man sich so, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Doch alles. Aber auf jeden Fall nicht mehr so viel wie vorher. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch mal was anderes suchen. Es ist einfach nur schrecklich. Okay, ich habe jetzt diesen Schmerz überwunden und jetzt suche ich weiter. Ey, also das Ding ist, es gibt eigentlich hier auch gar nicht... Oh mein Gott. Ich komme gerade nicht klar, Leute. Ich habe gerade mit euch zusammen Mozzarella Sticks entdeckt. Mein Leben ist einfach wieder toll. Ey, ich freue mich gerade so heftig, ne? Ich habe damit wirklich nicht mehr gerechnet. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Ey, Maurice, guck mal, was ich gefunden habe. Ah, cool. Ich dachte, die gibt's nicht. Dachte ich auch. Ich war total am Ende und jetzt sind sie doch da. Und die waren in einer total anderen Abteilung, wo ich sie eigentlich erwartet hätte. Wir sind endlich fertig. Wir kaufen immer nur zwei Sachen, aber stehen so eine halbe Stunde an, ne? Das ist wundervoll. Auf jeden Fall werden wir jetzt rausgehen und nach Hause fahren und dann das Ganze zubereiten und endlich fooden. Wieder zu Hause. Hey. Yeah. Und ich wollte kurz reinsliden. Oh, Kim quatscht schon den ganzen Tag voll mit den Mozzarella-Sticks. Sie war eben so traurig, dass sie die einfach nicht gefunden hatte, ja? Wirklich, ey. Und jetzt endlich. Das ist der allerbeste Tag! Endlich! Ich habe auch schon beim ersten Essen dran gedacht. Da gibt es die Mozzarella-Stäbchen. Bereite sie zu. Ich sag ja nur eins, ne? Bei den Mozzarella-Stäbchen, ne? Kennt ihr diese Verpackung, die man immer so einmal aufreißt? Dieses funktioniert bei keiner Verpackung, wirklich. Vorhin auch nicht, aber bei den Mozzarella-Stäbchen auf dieses Verlass. Friendos! Die Stäbchen sind fertig. Ist sogar alles vegetarisch, Freunde. Und die Mozzarella-Stäbchen auch. Hier ist deine Portion. Okay. Also ich muss wirklich sagen, dieser Tag gefällt mir sehr. Bisher war alles überlecker. Ich find's auch mega lecker und jetzt wird's sogar noch leckerer. Und ich habe jetzt einen kleinen Wettbewerb für uns vorbereitet, ja? Jeder von uns bekommt ein nicht aufgegangenes Mozzarella-Stäbchen. Ja, ich will das andere. Was bist du für eine? Wieso? Und dann nimmst du dir nochmal ein anderes? Ich bin nicht so eine. Was sollte das? Ich habe hier, Warum nimmst du dann den anderen? Okay, Mozzarella zieht hier eigentlich immer mega lang, ne? Und jetzt ist der Wettbewerb. Wir müssen es beide so auseinanderziehen. Und wer die längere Mozzarella-Schnur hat, hat gewonnen, okay? Ja, mach. Okay. Boah, das ist gut. Aber sie darf nicht reißen. Okay, ich bleib bei so. Ja, lecker. Oh, krass! Boah, heftig! Es darf nicht reißen, ne? Ja, okay. Ja. Oh Mann! Da ist der Gewinner. Ja, nicht klar, ne? Aber.
wie gleich jetzt noch weiterreißen. Oh, ja, zerrissen. Gut, dass wir vorher keinen Wetteinsatz festgemacht haben. Du bist halt einfach ein Loser. Okay, ultra delicious, oder? Also Gunfunk. Hallo, ich habe noch kein einziges gegessen, Mann. Langsam. So, Friends, ihr seht, es ist ein anderer Tag. Eigentlich wollten wir noch ein Schnitzel essen gehen, aber wir haben es einfach nicht mal geschafft. Wir waren unnormal voll und dann war es auch irgendwann schon richtig spät und deswegen, hey. Aber wir haben uns auf jeden Fall den ganzen Tag ernährt. Wir haben nichts anderes gegessen und haben nur panierte Sachen gegessen und es war sehr delicious. Also das können wir immer wieder gerne machen, Maurice. Ja. Falls dir das Video gefallen hat, dann hinterlass auf jeden Fall ein Like und ein Abo. Also nur, falls du möchtest. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder am Dienstag. Bis dahin, peace, hau rein, tschüss. Yeah.